vor 2 Wochen das Stadion Niederrhein in Oberhausen noch komplett von Schnee bedeckt. Da hätte man höchstens ein Biathlon-Event stattfinden lassen können. Mittlerweile aber ja die Temperaturen wieder um die 15 Grad. Beste Bedingungen also fürs Nachholspiel. RWO gegen Strahlen, schön unter Flutlicht, auch wenn die Fans natürlich nach wie vor extrem fehlen. Sportlich zeichnet sich für beide Mannschaften ein entspanntes letztes Saisondrittel ab. Oberhausen in Weiß mit 3 Punkten mehr als Strahlen mit den gelben Trikots. Aber auch der Aufsteiger spielt eine gute Saison, derzeit 9 Zähler. Vorsprung auf die Abstiegsränge, erster Abschluss der Partie durch Fabio Ribeiro. Oberhausen, kurze Eingewöhnungsphase, dann die aktivere Mannschaft. Besonders durch Standards immer mal wieder Gefahr vor dem Strahlener Kastenwinkel. Etwas zu spitz für Nils Winter. Aber RWO zuletzt ja in sehr guter Form mit nur einer Niederlage in den vergangenen 7 Spielen. Dementsprechend groß das Selbstvertrauen. Obe Jabwa kommt nicht mehr ganz an den Ball. Die Gäste vor allem über Konter gefährlich. Kurz vor der Pause gut gespielt über Misuta und Kader. Im letzten Moment noch gestört. Chatay Kader, 4 Tore in dieser Saison schon für den ehemaligen deutschen U20-Nationalspieler. So aber keine Tore nach 45 Minuten. Beide Mannschaften nach vorne dann doch recht verhalten. Dann aber wieder Kader im Mittelpunkt. Foul noch vor dem Strafraum, also nur Freistoß. Tanju Öztürk holt sich trotzdem die Verwarnung ab. Und der Gefaulte tritt selbst an, macht das nicht so verkehrt. Am Ende fehlt vielleicht ein halber Meter. Aber auch RWO endlich mit ein wenig mehr Zug zum Tor. Sven Kreier mit einer super Bewegung. Abschluss ist dann aber deutlich zu zentral. Knappe Stunde rum. Lang und weit nach vorne, aber Uwe Japfer kriegt den 2. Ball. Ein Antritt und dann das Auge für Nils Winter. 1-0 Oberhausen durch das 3. Saisontor von Winter, weil er im richtigen Moment startet, weil 4 Leute Uwe Jabwa nicht an dieser super Vorarbeit hindern können und weil Nils Winter eiskalt vor dem Kasten bleibt. Die Gäste um eine direkte Antwort bemüht. Ribeiro klaut den Ball rein in den Strafraum und dann der Kontakt und Öztürk weiß es sofort. Schiri Fasiola Habibi bleibt keine andere Wahl. Platzverweis für den Kölner. Und wenn die Statistiken vollständig sind, tatsächlich der allererste in seiner Profikarriere. Oberhausen also jetzt nur noch zu 10. Und die Strahlener wollten das natürlich sofort nutzen. Wieder Kader, aber wieder nicht drin. Gästecoach Benedikt Wegs erhöhte das Risiko, riskierte viel, um noch zum Ausgleich zu kommen. Erst der Abschluss von Ribeiro, klasse gehalten. Die Flanke danach kann Jeffrey Obst entsorgen. RWO jetzt mit Mann und Maus. Hinten drin nur noch sehr wenig Entlastung in dieser Phase nach dem langen Ball. Robin Benz mit einer super Rettungstat, aber das Tor hätte eh nicht gezählt. Das Ganze vorher abgepfiffen. Und so immer weniger Zeit übrig für Wegs und seine Mannschaft. Ein letzter Ball nochmal in Richtung Strafraum, aber der geht ins Aus. Und dann der Schlusspfiff. Rot-Weiß-Oberhausen gewinnt knapp, aber nicht unverdient gegen den SV Strahlen und hat in der derzeitigen Form gute Chancen, die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz zu beenden. Die Strahlener dagegen brauchen wohl noch ein paar mehr Punkte für die endgültige Sicherheit.